zusammen. Hallo. Wir stehen wieder mal bei bestem Wetter im Hof von Angie und der Grill heizt gerade schon ein bisschen auf, denn ich habe spontan, sehr spontan, wieder ein paar Burger geholt und zwar diesmal von Garden Gourmet. Das ist Incredible Burger und uns hat jemand gesagt, das soll noch besser sein als Beyond Meat, von dem wir ja sehr, sehr überzeugt waren. Ja, das kann ich mir jetzt auch gar nicht richtig vorstellen, dass der noch besser ist, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Genau, und deshalb testen wir den jetzt aus. Auf den Grill gelegt und sie riechen direkt mal... Ja, die riechen lecker. Riechen also gut. So, es riecht wie, als würde man jetzt so einen leckeren Fleischpatty auf den Grill legen. Der erste Geruch ist jetzt positiv. Ich finde, sie sehen auch ganz gut aus. Ja. Also so von der Farbe und wie jetzt es so ausschaut. Jetzt werden wir sie mal grillen. 6 Minuten von jeder Seite. Sieht es sehr sympathisch aus. Also sympathisch. Ja, eine sehr gute, sympathischer Burger, wenn der jetzt auch noch lecker schmeckt. Werden wir sehen. Sehen, ja. Ich bin ein harter Kritiker. Ja, ich auch. Ihr wisst es ja. Wollen wir mal. Auf dem Teller liegt er. Gut aussehen tut er ja. Also er sieht jetzt, er sieht schon ein bisschen anders aus. Er sieht anders aus, ne? Ja. Also er ist irgendwie so ein bisschen rosaner, finde ich so. Aber er riecht jetzt ganz gut. Probieren wir mal, probieren ne? Wir, ja. Okay. Hau rein. Finde jetzt, er riecht besser als er schmeckt? Ja, also er schmeckt ganz gut, also ganz ordentlich. Ich würde ihn jetzt allerdings nicht mit Fleisch verwechseln. Also ich finde auch, also er hat jetzt einen ganz anderen Geschmack als der Beyond Meat Burger. Der Beyond da Meat. Hast du ja reingebissen und hast gedacht, wow, genau. Das schmeckt echt nach Rindfleisch-Patty. Das ist jetzt schon krass irgendwie, oder? Das schmeckt jetzt hier gut. Schmeckt okay. Schmeckt gut, aber ich würde es jetzt niemals verwechseln mit einem Fleischpatty. Genau. Und ne? Das Beyond Meat, würde ich sagen, hätte ich durchaus verwechseln können. Ja, ja. Das also ist jetzt hier wäre, nicht der Fall, aber... Mal probieren. Ja, also er schmeckt auch lecker. Ja, ist nicht er schmeckt schlecht. Auch lecker. Also wir haben auch schon andere probiert, haben wir euch jetzt nicht gezeigt. Wir haben uns mal so durchprobiert. Und da war einiges dabei, das mochten wir gar nicht. Nee. Gar nicht. Wir haben das Video aufgenommen, aber nicht veröffentlicht, weil es einfach so negativ war. Ja, uns hat einfach gar nichts geschmeckt. Und wir ja. dachten, das können wir einfach nicht zeigen, weil genau. es wäre mega negativ gewesen. Aber der ist jetzt... man kann ihn essen. Okay. Aber Beyond Meat gewinnt. Auf jeden Fall. Also haushoch, würde ich sagen. Ich wäre auf jeden Fall für Beyond Meat. Und der hier, ja, der würde an Platz 2 kommen. Definitiv. Und ich glaube, viel mehr dazwischen für unseren Geschmack jetzt nicht. Für unseren Geschmack nicht. Für, das liegt aber auch daran, dass wir ja wirklich Fleischesser sind. Ja. Und wenn wir einen Burger essen, dann möchten wir auch wirklich den Fleischgeschmack haben. Genau. Es geht uns jetzt nicht darum, ob ein Sojaprodukt oder sonst was oder Tofu-Produkt lecker ist. Das steht vollkommen außer Frage. Aber für uns geht es wirklich darum, schmeckt das Ding nach Fleisch oder nicht. Genau, das ist also unsere persönliche Geschmacksfrage genau. hier. Ne? Also wem das schmeckt und viele mögen ja auch den Geschmack nicht von Fleisch. Haben wir jetzt auch schon ganz oft gehört, dass sie gesagt haben, wir wollen das gar nicht, dass so ein Patty nach Fleisch schmeckt, weil wir wollen kein Fleisch essen und wir mögen auch den Geschmack von Fleisch nicht. Völlig okay. Genau. Wir mögen den halt, wir wollten es einfach nur mal testen und den Vergleich einfach mal haben dazu. Ja. Ne? Den haben wir jetzt und wie gesagt... Das ist unsere Nummer 2, aber durchaus ein leckerer Burger. Genau. Und das soll es gewesen sein. Wir lassen uns das Ding jetzt auch fertig schmecken. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.